Wenn ihr nach dem letzten Video dachtet, Kürtschu ist lost, dann kann ich euch heute einen präsentieren. Ja gut, wirklich schlimmer ist er auch nicht, aber er kommt zumindest fast an Kürtschu ran. Nämlich Robse. Ich bin durch das Video KuchenTV ist absolut lost auf ihn aufmerksam geworden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einige Videos auf dem Kanal angeschaut habe und, sagen wir mal so, den ein oder anderen Widerspruch gefunden habe. Ich sollte vielleicht noch einmal erwähnen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles wirklich ernst gemeint ist oder ob er nur ein Troll ist. In diesem Fall würde ich ihm eigentlich gar keine Aufmerksamkeit geben wollen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das ernst gemeint ist und wir schauen in das Video gegen KuchenTV rein. Die Frage ist nur welches. Denn es gibt eins von vor 6 Tagen und eins von vor 2 Tagen. Da KuchenTV unter das erste der beiden Videos einen Kommentar geschrieben hat: Wenn du schon absichtlich Scheiße laberst, damit ich darauf reagiere, dann lass das Video länger als 3 Minuten sein, so lohnt das nicht. Robse hat sich daraufhin gedacht, dass es doch eine gute Idee ist, mehr oder weniger die gleichen Punkte auf 7 Minuten zu strecken und da schauen wir jetzt rein. Denn ich werde euch ganz genau aufzeigen, weshalb ich keinen Unsinn gelabert habe. Wir werden die Punkte jetzt nochmal aufleuchten und ich werde sie im Detail erklären, damit sie eigentlich jeder verstehen kann. Also jeder Mensch, der mehr als 2 Gehirnzellen hat, müsse das verstehen. Okay, an der Stelle muss ich auf jeden Fall schon mal pausieren, da mich dieser extrem ableistische Umgang an Menschen mit vermindertem IQ sehr stark aufregt, da ich mich dadurch persönlich auch sehr stark angegriffen fühle. Welche Art Mensch die nachfolgenden Punkte auf jeden Fall verstehen wird, und zwar sind es Menschen, die in der Vergangenheit selber gemobbt wurden, eine gemobbte Person begleitet haben oder wie ich empathisch sind und sich leicht in andere hineinversetzen können. Welche Art Mensch ist das Gegenteil und wird das eher nicht verstehen? Menschen, die hasszerfressend sind und die nicht empathisch sind, ganz einfach. Also Leute, wir haben 2 Gruppen. Auf der einen Seite stehen Leute, die gemobbt wurden, eine gemobbte Person begleitet haben oder empathisch sind. Und auf der anderen Seite stehen dann Leute, die unempathisch sind und hasszerfressen sind, also kurz gesagt KuchenTV-Zuschauer. Okay, so viel erstmal zu den Facts. Aber warum ist das denn so? Indem KuchenTV Arbeitnehmer und Schüler herabgewürdigt hat. Ihr müsst morgen arbeiten und in die Schule, das ist so peinlich. Das ist in meinen Augen ganz klar ein Diss gegen all die Leute, die jeden Tag arbeiten oder zur Schule gehen. Es macht halt keinen Sinn. Also ich bitte dich, er hat doch damit nicht ernsthaft gesagt, dass es peinlich ist, wenn man montagmorgens arbeiten muss. Er hat ganz klar einen überheblichen, abgehobenen YouTuber gememt. Einfach aus seiner Position heraus, weil er ja großer YouTuber ist und Influencer oder YouTuber im Allgemeinen oftmals als überheblich gelten, hat er einfach gesagt, ja, ihr müsst arbeiten, wie peinlich ist das? Und er nimmt das dann einfach als komplett ernstes Statement. Aber im folgenden Clip merken wir, dass er Humor auf jeden Fall auch sehr gut verstanden hat. Es macht halt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, das als peinlich zu bezeichnen. Versteht ihr, was ich meine? Dann gibt es natürlich noch die Leute, die unzufrieden sind mit dem, was sie tun. Die drückt das eher. Also die fühlen sich dadurch psychisch eher angegriffen. Also für die ist es halt keine Hilfe, keine Motivation oder sonstiges. Spoiler, ich würde einfach mal unterstellen, das war nie das Ziel. Das wäre jetzt ähnlich, wie wenn man sich über eine unheilbare Krankheit lustig machen würde. Es geht beides einfach nicht, ja? Okay, das ergibt natürlich wieder extrem viel Sinn, weil eine Arbeit ist absolut unheilbar, die kann man in seinem Leben nie mehr wechseln und ja, das ist quasi genauso schlimm wie Krebs. Eine weitere Sache ist, dass KuchenTV ja einen 2-Channel hat, also er hat einen Reaction-Channel, darauf reagiert er bei anderen Personen. Okay, für mich persönlich klingt diese Formulierung nicht ganz richtig, aber es mag daran liegen, dass ich nur 2 Gehirnzellen habe. Und er hatte mal eine Phase, die war extrem toxisch, also die war wirklich unangenehm. Also ich bin da rein, hab fast nur negative Energie gespürt. Es geht nicht, dass man in eine Reaction reinschillt, in der eigentlich nur negative Fronts und so weiter entstehen. Ja, also das geht halt auch nicht. Oh, okay, jetzt habe ich das Problem verstanden. Die negativen Fronts sind nämlich das Problem. Positive Fronts, die es auch absolut der Logik halber gibt, weil sonst müsste man ja nicht negativ dazu sagen, sind natürlich laut Robse absolut erwünscht und okay und auch nicht toxisch. Aber negative Fronts, die sollte man schon besser sein lassen. Aber wisst ihr, was schön ist? Robse macht das ja zum Glück nie. Wir schauen uns jetzt die Lara ungeschminkt an. So sieht die Lara aus, wie wir sie kennen. Ja, geschminkt, so im Stream auf TikTok und so. So sieht sie aus, ja. Jetzt schauen wir sie mal ungeschminkt an. Das sind Welten. Seht ihr den Unterschied? Ey, das ist echt krank. Frauen heutzutage sind ja wirklich ein Scam. Ja, okay, das klingt jetzt auch nach Fronts, aber ich schätze einfach mal, bei ihm sind das positive Fronts und nur bei KuchenTV sind das diese negativen Fronts. Kommen wir aber jetzt mal zu einem Punkt, den ich deutlich besser verstehen kann. Eine weitere Sache ist, dass KuchenTV gerne Bodyshamed bzw. Bodygeshamed hat. Ey, das ist echt krank. Frauen heutzutage sind ja wirklich ein Scam. Und zwar
gegen Fettleibige. Er hat solchen Leuten zum Beispiel Kosenamen gegeben und hat sich einfach über solche Leute lustig gemacht. Natürlich muss man dazu sagen, dass die meisten Übergewichtigen selbst schuld sind aufgrund ihres Gewichts. Das heißt, und das ist prinzipiell erstmal gar nicht so falsch. Ja, Fettleibigkeit ist in den allermeisten Fällen selbst verschuldet und auch absolut ungesund, aber beispielsweise bei den Kosenamen, die er unter diesen Fußballer geschrieben hat in seiner Story, was ich persönlich auch am schlimmsten fand, kann es gut sein, dass es ihn einfach persönlich verletzt hat und das finde ich einfach von Anfang an schon nicht besonders cool. Aber bei dem, was er dann sagt, würde ich einfach nicht mehr mitgehen. Natürlich findet das die Community von KuchenTV witzig, weil sie ähnlich denken. Leute, ich habe da mal reingeguckt. Teilweise sind das wirklich, wirklich hasserfüllte Menschen. Das ist wirklich abnormal. Das ist wirklich geisteskrank. Nicht alle, es gibt auch wirklich Ausnahmen, aber die meisten davon sind wirklich wild. Also sie sind wirklich aggressiv drauf. Also wo genau hast du jetzt reingeguckt, dass du eine repräsentative Studie über die Hasszerfressenheit der einzelnen Personen in der Kuchen-Community machen kannst? Also ja, das sind hasszerfressene Menschen dabei. Und das sind auch einige dabei, die unnötig haten und so weiter. Aber das bringt einen jetzt doch noch immer nicht dazu zu sagen, dass die nicht hasszerfressenen die Ausnahme sind und die anderen alle hasszerfressen und aggressiv drauf sind. Aber der nächste Take ergibt halt schon wieder keinen Sinn. Das ist auch gar kein Humor. Das ist das, was ich in diesem Video aussagen möchte. Das ist kein Humor. Es ist kein Humor, wenn andere sich dadurch irgendwie verletzt fühlen. Ja, nee, Humor darf Leuten wehtun und das tut er auch oftmals und das ist auch absolut in Ordnung. Das ist jetzt kein Ding, was Kuchen erfunden hat und das hat auch nichts mit Mobbing zu tun. Ist meiner Meinung nach gleichgestellt wie mit Mobbing. Aber ich glaube, es ist bei ihm einfach so ein allgemeines Problem, dass er nicht verstehen kann, wie Humor funktioniert. Also wirklich, die kleinste Form der Ironie, hier gerade schon bei dem ersten Point mit KuchenTV, dass es peinlich ist, wenn Leute arbeiten gehen, das war halt klar ironisch, sarkastisch gemeint und absolut kein ernsthaftes Statement. Ganz kurz aus dem Off, dieses Short hat er noch heute hochgeladen. €5.000 Bürgergeld, €5.000 fürs Nichtstun, sowas ist eine absolute Frechheit. Und das ist halt offensichtlich einfach fake. Ich meine, seine Quelle ist hier irgendein TikTok-Video, wie jemand sein Handy abfilmt. Ja, und jetzt bekommt er 10 Millionen € Bürgergeld. Ich meine mal ernsthaft, er kann einfach sein Handy nehmen, einen Screenshot von seiner Banking-App machen und dort einen neuen Text einfügen. Dann sein Handy abfilmen, das auf TikTok laden und schon bekommt er €5.000 Bürgergeld. Das ist halt for real das Zehnfache von dem, was man eigentlich als Bürgergeld bekommt. Mit sowas spuckt man jedem Rentner ins Gesicht. Welche Partei wählt ihr eigentlich? Und er beschwert sich dann bei mir, dass ich die anstößigen Auffälligkeiten von KuchenTV noch nie bemerkt hätte. So Leute, ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso unterhaltsam wie ich. Lasst gerne ein Abo da, wir gehen zurzeit schon auf die 1000 zu, was wirklich crazy ist. Und ein Like und Kommentar würden den Algorithmus sehr glücklich machen. Wir sehen uns im nächsten Video.